Und da bin ich ja wieder zurück. Okay, also. Das hier wegfasern bringt nichts. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir hier irgendwas nehmen können. Too much debris to be. Ich meine, hier wäre irgendwie. Nee, hier kann man auch nichts nehmen. Ah, doch! Ja, da hängt was runter. Das habe ich jetzt erst gesehen. You've taken the cable. You failed to obtain. Okay. Wie gesagt, jetzt spiele ich hier wirklich komplett blind. Weil die Diskettenvision, da konnte man sich jetzt wieder an Bord der Enterprise zurückziehen, beamen. Und dann hatte man halt, den Endkampf vor sich. Mal gucken, was müssen wir jetzt machen hier? Ich bin jetzt dafür, dass wir mal eben... wo können wir denn jetzt hinfahren? Ich bin dafür, dass wir in die Ersatzbrücke reinfahren. Da ist schon wieder einer tot. McCoy, scan mal kurz, ob er noch lebt. He's dead, Jim. Ah, er hat's gesagt! Er hat's gesagt! Juhui! So, also, Spock, bitte scannen. This is a molecular saw, Captain. It is used for precision cutting. My tricorder reads that the power cells are fully charged. Okay, das können wir, glaube ich, aufnehmen. Tricorder indicates that the panel is currently sealed by Federation standard molecular bonding cement. Nee, das war's auch. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir dieses Gerät mal auf. Fail to obtain. Nicht? Doch. Ich würde den aufnehmen. You retrieve the molecular cell. You fail to obtain. The vent is far too small for any one of us to fit through. It is also blocked 0.3 meters inside the duct. The door is jammed shut. Door is abgeschlossen. Okay. Dann gibt's hier wohl nichts mehr zu tun, würde ich mal sagen. Tja, dann würde ich mal eben wieder hier zurückgehen. Wo könnte man denn jetzt noch hinfahren? Überlegen wir mal eben. Ich würde sagen, mal gucken. Kann man auf der Brücke noch irgendwas machen? Wartet mal eben. The support beam is still attached to the hull. The support beam. Ich glaube, ich mach mal eben was. Die Brücke ist ja eh im Arsch. Wir haben doch diesen Molekülsäge. Sägen wir den doch einmal mal ab. Bin ich jetzt mal so frech und frei dafür. The molecular saw easily cuts through the beam, separating it from the hull. You pick up the beam. It's a little heavy, but you manage it. Hat er den jetzt schon wieder in die Hosentasche reingesteckt? Quirky Boy. Ja. So kannst du auch deine ganzen Eroberungen beeindrucken. Mhm. Meiner ist 30 cm lang. Ja. Nee, ich glaube, deiner ist wirklich einen Meter lang, du. Ach, Kirk. Ja, ja. Wundert mich, dass Quirky Boy in diesem Spiel bisher noch keine Liebschaften hatte. Ja, komisch, komisch. Okay, wo müssen wir jetzt wieder hin? Wir haben jetzt die Brücke gehabt. Also ich würde jetzt sagen, wir haben diesen Träger. Und Spock sagt ja was zum Abstützen. Ich bin dafür, wir fahren jetzt wieder hier hin. Und ich bin jetzt mal frech und frei dafür, dass wir den Träger hier irgendwo hinsetzen. Gucken, ob das klappt. Und bevor ich mir jetzt wieder was wegfasere hier, einmal kurz speichern. Ich weiß, es nervt euch. Aber muss sein. Und jetzt würde ich sagen, let's phaser! The ceiling appears stable. We should now be able to use Turbo Lift 2, Captain. Gut, dann gehen wir mal hindurch. So, wo können wir denn jetzt hinfahren? Ach, das ist der Turbo Lift 2.
Wo müssen wir jetzt hin? Das habe ich jetzt, da weiß ich nicht, wo wir jetzt hinfahren müssen. Ich würde sagen, fahren wir mal kurz in den Maschinenraum, wenn das geht. Captain, I'm picking up a functioning energy source in the immediate vicinity. Tja, da stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Was machen wir denn jetzt? Wir sind im Maschinenraum, ne? Hier sieht's ja aus wie Hempels unterm Sofa. Spock, bitte scannen Sie mal. Es blitzt, es donnert. Nothing to report. Nothing to report. Ach, warte mal, sind das da keine Trümmer, die vor Kirk rumliegen? Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Ich fasere mal wieder ein bisschen. Oh my God, Jim, is that what I think it is? Was yes, ist es denn? Doctor. It is a portable fusion power pack. A few centimeters lower with that phaser and half the section would be history, not to mention us. Actually, Doctor, 3.2 centimeters. And based on our proximity to the explosion and the angle of the beam. Thank you, Spock. I think we get the point. Ich würde sagen, den nehmen wir doch wieder mit und stecken ihn in die Tasche. You pick up the portable fusion power pack. Aber was Kirk alles in die Tasche steckt, also. So, wo ist denn jetzt der Maschinenraum? Hier können wir nicht runter, hier lodert ein Feuer. Ich würde sagen, wir sind hier. Ja. Mal gucken. Ich würde sagen, Spock, bitte scannen Sie einmal die ganzen Computers. This is an engineering circuit junction box. It is used for temporary rerouting of power. Without using one of these devices set to the proper impedance, an overload can occur. Na, das wollen wir doch gar nicht, oder? Nothing to report. Captain, this is the fusion mixture regulator for the impulse engines. There is currently no power running to it. Wenn ich mich so mit der alten Serie aus... Ah, das müsste ein Schrank sein. Das kenne ich noch aus einer Folge. Ich würde sagen, öffnen wir den nochmal, oder? You fail to obtain. Ja, sollst ja auch nichts mitnehmen. Kirk, renn mal rüber und öffne den Schrank. Gucke rein. The closet opens, revealing a library of engineering technical journals. Ah. Da hat Scotty also seine Literatur verstärkt. The oil canister is bolted to the hull and can't be taken. Okay, da ist was drin, was wir nicht rausnehmen können. Kann man das damit benutzen? The hypo is now filled with multipurpose oil. Gut. Was machen wir jetzt? Kann man hier irgend noch was mitnehmen? Gucken wir mal weiter. This is much too heavy to. Das ist zu schwer. You fail to obtain. Nee, da scheint auch nichts mehr zu sein. Also gehen wir wieder weg. Da wir jetzt dieses Energiegerät haben, würde ich mal sagen, wir gehen mal kurz zur Hilfsbrücke. Muss ich jetzt da hin? Nein. Komm, Kirky, wo müssen wir denn hin? So, kann man jetzt direkt zur Brücke fahren? Torpedokammer, Zusatzsteuersystem, das muss ich. Ja, ist in Ordnung. Dann wieder zum Lazarett. Dann wieder nach hier unten. Jawohl. Einmal kurz hier hin. Ich bin jetzt mal kurz dafür. Aber wir kommen hier nicht da rein. You fail to obtain. The door is jammed. Wie können wir da jetzt da reinkommen? Fragezeichen.